Die Jagd auf die Bismarck ist eine der dramatischsten in der Geschichte der Marine. Die Briten haben alles, was sie hatten, in den Nordatlantik entsandt, um nach der Bismarck zu suchen. Zu den britischen Einsatzkräften gehören zwei Flugzeugträger, Victorious und Ark Royal. Der Atlantik ist groß und man kann sich leicht darin verlieren. Die Bismarck verschwand im Atlantik. Doch die Bismarck hinterlässt eine Ölspur. Am späten Morgen des 26. Mai wird sie von einem Royal Air Force Piloten entdeckt. Wenn sie noch näher an Frankreich kommt, wird sie Luftunterstützung bekommen. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, die Bismarck zu stoppen, bevor sie in Sicherheit ist. Die britischen Schlachtschiffe sind weit zurück. So fällt diese Aufgabe einem Geschwader von Swordfish-Torpedobomben an Bord der Ark Royal zu. Die Swordfish-Piloten, die bei diesem schrecklichen Wetter starten, bei unglaublich starkem Wind und hohem Seegang, geraten sofort in dicke Wolken. Die Swordfish sieht aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Es ist ein Doppeldecker mit offenem Cockpit, der im Wesentlichen aus Streben und Segeltuch besteht. Sie sehen zwar fragil aus, aber ihre Kraft reicht, um einen Torpedo zu tragen. Und als das Licht schwindet, bekommen sie ihre Chance. Ein Kampf wie zwischen David und Goliath. Sobald sie aus den Wolken auftauchen, eröffnen die Flugabwehrgeschütze der Bismarck das Feuer. Gegen die schwer gepanzerte Bismarck haben die Piloten kaum eine Chance. Die meisten Torpedos gehen daneben. Unter solchen Bedingungen sind Torpedoangriffe ein Glücksspiel. Aber es gibt zwei Treffer. Der erste explodiert wirkungslos auf der dicken Gürtelpanzerung der Bismarck. Mehr Erfolg haben Swordfish-Pilot Jock Moffat und seine Crew. Ich hatte das Gefühl, dass jede Kanone auf dem Schiff auf mich gerichtet war. Wie Hagel prügelte es auf uns ein. Jeder Instinkt in mir schrie, dreh dich weg, duck dich. Das Schiff wurde immer größer. Dann hörte ich nur, lass ihn fallen, Jock. Eine genaue Untersuchung des Wracks zeigt, wo der Torpedo einschlug. Der Haupttreffer war am Heck. Hier, unterhalb des stählernen Panzergürtels und unterhalb der Wasserlinie, liegt ihr schwächster Punkt, ihre Ruderanlage. Das Ruder wurde zusammen mit dem zentralen Propeller zerfetzt. Von diesem Moment an war das Schicksal der Bismarck besiegelt. Die Besatzung wusste, dass ihre letzten Stunden begonnen hatten.